Hallo Manolo! Hallo Brain! Nee, Brainy Buck! Servus! Ich habe hier mal deinen Kommentar, der ein bisschen was über Inhaltsstoffe und deutsche Sprache wissen will, der bleibt dran. Speistegereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. So, Brainiac, sag ich nicht. Brainy Buck hat mir vor ein paar Stunden hier einen Kommentar geschrieben. Und zwar ging es da um den Süßstoffzusatz bei Albi, ich kenne jetzt die Firma nicht, weiß nicht, was das ist. Und irgendein Saft wahrscheinlich, sagt er, stehen halt neune da, wo Zucker drin ist und der eine mit Süßstoff, ne, das Glümpe. Und da habe ich ihm geschrieben, da habe ich das beste Beispiel, wit mache ich. So, hier, wow, ne, machen wir jetzt. Und zwar mal gucken, die Flasche hier, vielleicht sieht man das, da ist schon Staub drauf, die steht schon ewig bei mir. Und jetzt, wo dein Kommentar kam, habe ich mir gedacht, Mensch, perfekt, jetzt passt, wenn da die Menschen schon ein bisschen Aufmerksamkeit jetzt haben, ne, dann können wir das mal machen. Und zwar haben wir hier eine Flasche Ketchup von der Firma Born. Und was natürlich jetzt gleich ins Auge sticht, eventuell hier oben gleich 0% Zuckerzusatz. Dann haben wir hier unten nochmal 0% Zucker. Dann steht unten Zusatz, also da ist es schon getrennt. Und hier haben wir nochmal zusammengeschrieben, 0% Zuckerzusatz. So, ja, was ich jetzt euch damit sagen will, als allererstes, ihr könnt euch den Kommentar vom Albi selber nochmal durchlesen oder macht jetzt hier Pause, wahrscheinlich besser ihr liest. Und zwar hier bei Brambacher Zitronenlimonade schreibt er, ich habe schon mal Anzeige gemacht, etc. Und den Text könnt ihr euch selber mal durchlesen und da geht es schon los, deutsche Sprache, beziehungsweise dann auch Rechts. Machen wir dann mal ein bisschen Rechtslehre, Rechtswissenschaft oder was weiß ich, wie man das nennt. Ne? Anzeige ist von Arsch. Ne? Also wenn ihr eine Anzeige macht, das ist ungefähr so, ihr geht hin, hallo Herr Wachtmeister, da hat ihn noch an die Wand gekackt. Da sagt er, ah, das ist aber toll, danke, dass du mir das gesagt hast. Ne? Also die müssen dann nur in gewissen Härtefällen oder wenn öffentliches Interesse besteht etc., dann wird das an den Staatsanwalt weitergegeben. Wenn du jetzt der Meinung bist, dass das doch öffentliches Interesse ist, dann stelle Anzeige und beantrage Strafantrag. Dann fangen die Mühle an zu mahlen, bringt die eh nicht, weil die Gesetze, die das ermöglichen, und das, was ich euch jetzt hier gleich zeige, das ist ja dem hier Spielplatz, ne? Also überlegt dir's, ne? Aber nur, dass es weh ist. Wenn, musst du Strafantrag stellen, dann kannst du die Herren mal vor Gericht kennenlernen. Aber ich sag das so, wie es ist, ne? Ich weiß jetzt nicht, was das hier für eine Firma ist. Albi oder Alban, ich warte mal, was? Albi. Keine Ahnung, was das sein soll. Ne, denke mal dran, so ein. Also Killer in Europa sind nicht teuer, Digga, ne? Liebe Born-Firma hier, ich will nicht umgebracht werden, ne? Hab ich nicht vor, ihr Arschlöcher. So, pass auf. Ne, das war mal Punkt 1, Strafantrag. Deutsche Sprache, Rechtswissen, das weiß eben keiner. Ihr stellt alle Anzeigen, ist von Arsch, kennt den Müll hauen, die Anzeige. Ihr müsst Strafantrag stellen. Gut, erstmal das. So, machen wir weiter. Ja, die Flasche hier, ne, passt perfekt zu dem Thema. Weil, ich habe mir da schon mal ein paar Links rausgesucht, drehen wir die doch mal um. Wenn man jetzt hier drauf guckt, also übrigens, liebe Firma Born hier, ich habe nichts gegen euch, ich habe nichts gegen eure Dings, ihr macht sonst guten Ketchup. Leider hat meine Mutter die falsche Flasche hier eingekauft und die habe ich gesehen im Regal, da habe ich so, hä, was ist das hier für ein Dreck? Und also liebe Born Firma, stell den Müll ein. Ne, machen wir ein Tuch drüber, nimmt es aus dem Sortiment und fertig. Und Arschlecken. Der andere Ketchup, den mag ich gerne von euch. Den esse ich gerne, da ist ja nicht so eine Scheiße drin. Beziehungsweise muss ich da auch noch mal drauf gucken, dass ich das Essig Müll mehr gemacht habe. So, pass auf, dass ihr es einmal in echt gesehen habt. Tomatenketchup mit Süßungsmitteln. Moment. Zuckerersatz. Jetzt drehen wir das um. Und das allererste, was da steht, ist Tomatenketchup mit Süßungsmittel. Ne, sag mal,
Und Leute, wer jetzt hier immer noch der Meinung ist, ja, mit der Sprache, du verstehst das alles nicht, ja, schalt ab, spar dir deinen Kommentar, Digga, oder schalt mal dein Hirn endlich ein und hör mal zu, Junge. Ne? Also hier schreiben sie drauf, kein Zuckerzusatz. Deswegen sage ich euch immer, die Sprache ist wichtig. Hier ist von Zuckerzusatz die Rede. Ne? Ihr werdet dann lachen, ne? Aber das ist eigentlich nicht lustig. Also wir haben einmal Zuckerzusatz, einmal Süßungsmitteln, ne? Das ist ja wieder was komplett anderes, ne? So, also da wird dann Wert drauf gelegt, jedes Wort penibel extra zu nehmen, dass die Verfassung eben kein Grundgesetz ist, ne? Da wird hier alles genau exakt gemacht, aber beim Grundgesetz stimmt's nicht. Naja, genau. Idioten, Alter. So, pass auf. Machen wir los hier. Zutaten für ein Tomatenmark, ihr könnt es selber lesen, Brandweiß, Salz, modifizierte Maisstärke, Inulin, Gewürze, Verdickungsmittel, Xanthan, Scheiße, das habe ich nicht aufgeschrieben, Mist, das ist aber auch so ein Müll. Säurungsmittel, Zitronensäure, Süßungsmittel, Acesulfam, K, Sarrazin, nach dem Öffnen bitte den Kühlschrank aufbewahren. Hm, schön. Oh, das eine habe ich jetzt nicht, das habe ich überlesen von Xanthan. Warte mal, das suche ich noch schnell raus. So, also das habe ich jetzt schnell mal rausgesucht hier, das letzte. Und jetzt machen wir wieder mal so absolut voll professionell, filme ich natürlich jetzt meinen Bildschirm. Wir machen das jetzt gleich mal als erstes, das, was ich jetzt zuletzt rausgesucht habe. Habe ich mich jetzt nicht vorinformiert. Wir gucken mal schnell, ist ein Verdickungs- und Geliermittel. Sind mal aus zuckerhaltigen Substraten gewonnen und als Lebensmittel zu sehr bla bla. Also ich muss jetzt dazu sagen, Jungs, ich bin jetzt hier keine Ernährungsberaterin oder irgend so eine Scheiße oder Professor von bla bla bla. Ich versuche euch hier was anderes beizubringen. Ne? Hier geht es nicht darum, dass jetzt das aus Substraten von Zucker eventuell kein Zucker ist. Das kann chemisch schon so sein, aber darum geht's eh nicht. Ne? Also wer jetzt mit dem Argument kommen will, vergesst das, braucht ihr gar nicht kommentieren, lasst es stecken, Junge. Hört einfach mal weiter zu. Ne? Also hier, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Also ich würde hier sagen, Verdickungsmittel, Geliermittel, wobei natürlich Geliermittel, jeder, der schon mal ein bisschen eingekocht hat, ne, da ist Zucker Dings. Pass auf, gut, dann müssen wir es uns doch noch mal durchlesen. Natürlich für Sarrazin. Aha. Ein Sarrazin, das ist schon wieder zuckermäßig Zeug. Ne? Also pass auf, ich will jetzt nicht so genau hier darauf eingehen, ob das jetzt wirklich Zucker ist oder nicht, weil da haben wir andere Beispiele, die sind einfach besser. Ne? Deswegen sage ich das jetzt hier. Also die zwei Sachen, da kann man sich jetzt vielleicht streiten, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht durchgelesen, will ich euch schon nicht auf den Sack gehen damit. So, dann habe ich hier mal das nächste geguckt, Sarrazin. Das hat wahrscheinlich der eine oder andere schon mal gehört auf der Schule. Sarrazin ist der älteste synthetische Süßstoff. Er wurde bla bla bla, könnt ihr euch ja selber mal durchlesen. Ne, die Angaben hier von Wikipedia, ich nehme die jetzt mal her. Ne? Ihr könnt auch ein Dings, ein Lexikon nehmen und dort mal gucken. Da steht ja ungefähr dasselbe drin, wahrscheinlich. Ne? Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das genau 100% stimmt hier. Also die Angaben sind ohne Gewähr, gerade von Wikipedia. So, also haben wir hier schon mal einen Stoff in dieser Flasche. Ne, ich zeige es euch jetzt extra nochmal. Hier ist es. Hinter dem K. Hier. Sarrazin. So. Ist der älteste synthetische Süßstoff. Also es ist weder Zuckerersatz, noch ist es Süßungsmittel. Ne, also dieser Stoff braucht hier nicht angegeben werden, weil es ist ja Süßstoff. Also ich weiß nicht, ob ihr mir jetzt folgen könnt. Ne? Das ist halt Sprache. So, jetzt pass auf. Natürlich kann es sein, dass jetzt hier das in Süßungsmitteln damit einbegriffen ist. Aber dann ist es ja eine Frechheit, es hier hinten drauf zu schreiben. Also ich sage das arglistische Täuschung meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach, ne? Wenn jetzt natürlich hier ein Richter oder ein Anwalt sagt, nö, Libby, das stimmt nicht. Das, ne? Ne, und dann drehst du rum. Und dann steht hier ohne Zuckerzusatz. Jetzt ist ja die Frage, was ist denn ein Zuckerzusatz? Warte mal, da müssen wir mal zusammen hier. Geben wir uns mal ein. Zuckerzusatz. Lexikon da, ne? Welcher Zucker? Ja, als ob die gesund sind.
Naja, die richtige Definition, warte mal, da müssen wir vielleicht noch Definition dahinter schreiben. Definition. Ohne Zucker. Ach so, warte mal. Sie haben 0%. Ah, okay. Oh, warte mal. Ah, hier ist Stern, Stern, Stern. Guckt mal. Hinter dem Zucker ist hier irgendwo eine Sternauflösung. Enthält von Natur aus Zucker. Was? Ach so, also das ist jetzt dieser natürliche Zucker. Die Sternchen sind nur für den natürlichen Zucker, der in der Tomate drin ist. So, ah, okay, jetzt verstehe ich das. Okay, also das ist, geben sie an. Oh mein Gott, Alter, was ist hier los? What the fuck? So, pass auf, also ist da wirklich kein Zucker drin? Aufdruck ohne Zucker in Anführungszeichen, das ist schon, da haben die schon einen Begriff gemacht. Oh, ohne Zucker, mit Süßstoffen und oder Zuckeraustauschstoffen. Also ne, das ist wie bei der Impfung Thermisol, ne? Quecksilber. Querverzeichnisname. Also ist Zuckeraustauschstoffen, gibt es dann, also wir werden dann den normalen Zucker, wird irgendein anderer Name gegeben und dann ist es wieder drin und dann kannst du drauf schreiben, zuckerfrei. Pff, super. Also man muss mal sagen, ihr von Born, ihr habt die Gesetze gut gelesen, das muss man euch mal lassen. Aber Jungs, warum macht ihr so eine Scheiße mit? Was ist denn das für ein Dreck, Alter? Ne? Also ist ja schon in der Erklärung, die ist jetzt hier von irgendeiner Seite, ne? Ich meine, da wird es jetzt keine richtige Definition wahrscheinlich geben, damit du nicht keinen an die Wand stellen kannst. Ne? Aber schreiben sie ja EU Health Claims Verordnung. Doch, ist geregelt. Du besagt, Zucker zugesetzt werden dürfen, noch wegen ihrer süßenden Wirkung verwendeten Lebensmittel. Als Zucker gelten Hormone und bla bla bla. Sie besagt, ohne Zucker, ne? Dass dem Produkt weder Zucker zugesetzt werden dürfen, noch wegen ihrer süßenden Wirkung. Hä, na, aber dann durften sie es ja gar nicht. Naja, gut, also da kann man sich jetzt wirklich mal streiten. Da bin ich mal auf eure Meinung interessant. Vielleicht hat auch jemand hier irgendwie mal noch ein Lexikon von 1800 oder so, wo, ja, na gut, da gab es das noch nicht, sich ein Blödsinn. Na gut, die Definition wird es nicht geben. Das haben die sich wieder ausgedacht, die Arschlöcher. So, pass auf, machen wir weiter. Also, der älteste synthetische Süßstoff ist hier auf jeden Fall drin. Ne, und jetzt ist ja die Frage, um was geht's denn hier? Soll ich keinen Zucker zu mir nehmen? Soll ich Süßstoff zu mir nehmen oder geht es rein ums Gewissen? Ne, wenn es ums Gewissen geht, na gut, dann ist alles scheißegal, dann schaltet er da ab. Aber wenn es jetzt mal so um Dings ist, das schon meiner Meinung nach, weiß ich nicht. Also, dass die Gesetze das zulassen, 0% Zucker und am Ende frisst du dann den künstlichen Süßstoff. So, also ist doch, und ihr könnt doch jetzt nicht sagen, dass Süßstoff kein Zucker ist. Na Junge, da fress mal einen Löffel Zucker und fress mal einen Löffel Sarrazin und dann sag mir, dass Betis nicht süß schmeckt. Da muss man doch bekloppt sein, Alter. Das ist doch Zucker, weißt du? Hier steht's doch, in Anführungszeichen Zucker. Ne? Steht Zucker. Ja, da ist ja, ne? Klar kann man sich streiten, chemisch, ja, hat hier drei andere X und Rotz haben sie irgendwas hingemessen. Scheiß Zucker, Alter. Ne? So. Gut, dann haben wir das nächste. Ich glaube, da hatte ich dann, oh, genau, da kommen wir dann, da wird es noch lustiger. Acesulfam. Ne? Das hat man ja hier. Wir gehen jetzt wirklich der Reihe nach durch, weil es ist ja nicht, dass du sagst, das ist ein Stoff. So, K. Okay, ich habe jetzt nicht das K dahinter, oder? Ich habe es in der Suche eingegeben, aber irgendwie findet ihr das nicht. Ich kriege nur englische Vorschläge. Hm. So, hier habe ich aber in Wikipedia wieder, sorry Jungs, ne? Ich suche schon DuckDuckGo, aber da findest du ja nicht mehr. Ist ein synthetischer, hitzebeständiger Süßstoff. So, na, aber dasselbe im Endeffekt. Irgendwie, da klar kann man sich ja jetzt rumstreiten und so, aber das dann hier. Also, sagen wir mal, ich habe keine Kinder, Jungs und Mädels, ne? Aber für eure Kinder, wenn ich jetzt sage, ich habe das im Regal stehen und da steht drauf 0% Zucker, 0% hier und hier oben nochmal, dann geht doch jeder normal denkende Mensch davon aus, dass hier nicht künstlich Zucker hinzugefügt wird. Dass natürlich hier die Sternchen, dass hier Zucker in den Tomaten drin ist, ist ja irgendwo vollkommen klar, Digga. Ich meine, aber fress mal, ich weiß nicht, ob ihr schon mal selber Ketchup hergestellt habt, mach mal ohne Ketchup. Da kriegst du Kotze, Digga, das ist total sauer, Digga. Ne? Also, du musst ja ein bisschen Zucker ranmachen, auch wegen der Haltbarkeit und so. So,
Und wenn man jetzt sagt, ja, wegen Insulinspiegel oder keine Ahnung, also ich raff das nicht, Digga. Das ist doch arglistische Täuschung hier, meiner Meinung nach. Ne? Zucker frisst du trotzdem, hilfst halt anders, hast du 15 andere Stoffe drin, die, was ja viele wahrscheinlich auch, also ich war jetzt auch gerade erschrocken, Digga. Ne, ich hab dann hier mal drauf geklickt, Wikipedia. So. Dann gehen wir hier mal in die Herstellung, Jungs. Ne? Da stellt es dann ja die Haare zu Berge auf. Warte mal, hier war das. Ich lese es euch jetzt vor. Das müsst ihr hören. Ne? Dabei wird. Warte mal, da. Ah, scheiße. Was soll, wir machen das so. Ich mach's ein bisschen weiter weg. Und lese so. Da müsst ihr. Ich weiß nicht, ob ihr das auf euch dann angezeigt kriegt. Oder zoom da ran, mal gucken. Dabei wird ein Salz der Amidosulfonsäure bevorzugt ein Triacylammoniumsalz mit Diketen in Methylenchlorid zum Acetonacetamid in Sulfonat umgesetzt. Huh. Habt ihr, also ihr seid noch dabei, ne? Das war Schritt 1. Machen wir. Das gelöste, ich muss es mal am Finger bilden, Alter. Das gelöste Acetoacetimid N Sulfonat wird zu einer Lösung von Schwefeltrioxid in Methylenchlorid gegeben. Alter. Junge. So. Wobei. Oh, das kann ich. Ich kann es nicht aussprechen, Junge, sorry. Zylisierung zu einem SO3-Addukt stattfindet. So. Schritt 2. Jetzt kommt Schritt 3. Das SO3-Addukt, also was wir hier vorher gemacht haben, was ich nicht mehr. Wird mit Wasser zu Acesulfam H, der sogenannten Süßstoffsäure, hydrolysiert und mit KOH, guck mal, Achim KOH, in den Süßstoff Acesulfam K überführt. Also wenn ich hier so mal ein paar Stoffe, diese Amidosulfonsäure und keine Ahnung, KOH hier hinten. Ich habe so gedacht, das Zeug ist scheiße, Digga. Zum Glück habe ich das mal gelesen. Das nehme ich nie wieder. Da gucke ich jetzt immer drauf, Alter, guck mal, was sie die Scheiße hier zusammenrühren. Das ist eine totale Chemiebampe. Total toxisch bestimmt alles und hochgiftig. Und dann rühren die hier den Rotz zusammen, dass der Körper verarscht wird und du denkst, das ist süßer Zucker von den lieben Früchten gemacht. What the fuck? Boah. Ja gut, ne? Meine Herren, du. So, und das eine hier, das ist so weit. Inulin haben wir jetzt noch. Das ist aber ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal mit meinem dümmlichen Wissen ein bisschen harmloser hier, Inulin. Da schreiben sie, dass es, warte hier, Inulin. Genau, hier. Inulin ist heutzutage oft Zusatz in der Zutat in der Lebensmittelherstellung, beispielsweise in Joghurt als Fettersatz und um den Geschmack, die Textur und das Mundgefühl zu verbessern. Wurstwaren dient es dazu, den Ballaststoffanteil zu erhöhen. Inulin gehören zu den Nahrungsergänzungsstoffen, Mestin, weil bla bla bla. Also hier ist Fettersatz, schreiben sie hier. Ne?
So, und dann, wenn man jetzt aber auf die Seite geht, hier wieder Wikipedia, ne, wie gesagt, nimmt man sich übel. Hat jemand mal ein anderes Lexika? Gibt es da noch irgendwas? So ein Dreck hier. Das ist alles Müll, ne? Inulin beim Gemisch von Polysacchariden, ne? Das ist ja Saccharin, Zucker, ne? Und, oh Scheiße, ist ein Gemisch von Polysaccharin aus Fructosebaustein, Fructose, ne? Zucker mit einer Kettenlänge bis 100 Namen und einem geständigen Glykose-Rest. Glykose ist also Zuckerzeug. Es zählt zu den Fruchtjahren. Also, ne, wenn man sagt, so ganz am Anfang denkt man, ja, das ist ein fetter Satz im Joghurt. Ne? So, zack, easy, mal gegoogelt, 2 Minuten oder gedacktet gut. Und ist halt so. Ne? Wenn du guckst hier drauf, aha, kommt aus Zucker, besteht aus Zucker und zählt zu den Fruchtjahren. Nee, Fructane. Fructane, auch Fructane, ich lese euch das nicht vor, Digga, die scheiß Begriffe, ist der Bezeichnung der Gruppe wasserlösliche Saccharin in Pflanzenextrakt als Stärke, die Speicher Kohlenhydrat ersetzen oder ergänzen. Fructane sind nahezu vollständig aus Fructose-Einheiten aufgebaut. Fructose ist auch wieder Zucker, ne? Ich meine, da kann man sich, wie gesagt, jetzt rumstreiten und die Chemiker werden euch wahrscheinlich erklären, nee, es ist zwar alles aus Zucker und es ist nur Zucker hinzugefügt worden, aber das ist ja gar kein Zucker, ne? Hm, genau, Alter, ich sag mal, hackt's. Also, keine Ahnung, das ist absolute Verblödung hier. Hier haut's absoluten Vogel raus. Ich meine, dass man irgendwo sagt, ne, dass man die, nochmal, das als Beispiel jetzt, die Flasche, dass wir irgendwelche Limos haben, wo eventuell wirklich extrem zu viel Zucker drin ist. Dafür war ja mal irgendwo gedacht, dass man auch sagen kann, du kannst es auch ohne Zucker irgendwo kaufen, ne? Dass halt für jeden was dabei ist. Das ist ja wohl auch mal eine gute Idee gewesen. Ne? Aber wie halt immer wird aus allem Scheiß, also aus allem Guten wird Dreck gemacht. Ne? Weil meiner Meinung nach kann ja hier draufstehen, ohne Zuckerzusatz, dann also müsste aber unten drunter stehen, aber mit Süßungsmittel oder Süßstoff oder genau, Süßungsmitteln oder Süßungsagent, bla, ja, eure 7 Millionen Wörter mit alle verdreht werden, warum schreiben das, ne, müsste ja hier mit draufstehen, meiner Meinung nach, und das ist meiner Meinung nach auch rechtlich ziemlich bedenklich, und hier besteht auch öffentliches Interesse, ne, das steht ja in jedem Regal. Aber ich glaube, Jungs, ne, dass die Anzeigen und alles nichts führen werden, weil die Gesetze sind ja so, dass sie eben den Müll hier so machen können. Meiner Meinung nach. Ne, kann natürlich sein, dass Borny auch gegen die Gesetze verstößt, dann das darf man nicht. Ne, da wird bestimmt ein aufmerksamer Bürger das sich mal in die Hand nehmen und sich mal darum kümmern. Ich mach das nicht, das ist mir scheißegal. Wir sind da trotzdem fliegen Müll und fertig ist der Lack. Können sie wirklich behalten. Und aber ich bin halt der Meinung, weißt du, wenn das ist schon gut gedacht mal, dass man halt, wie gesagt, Produkte eventuell anbieten kann, auch ohne Zucker, wobei natürlich ein Ketchup ohne Zucker, ich will mal sehen, wer den fressen will, ne, der verzieht seine Fresse bis sonst wann, so süße Tomaten gibt es ja gar nicht. Vielleicht doch, vielleicht gibt es sie, könnt ihr mich mal berichtigen, da hole ich mir die Tomaten, wo der Zucker natürlich drin ist. Also, ich denke, es war mal gut gedacht, um eben Verbraucher zu hinzuweisen, dass, ne, kannst du eben auch eine Cola ohne Zucker kaufen. Ja, aber was bringt's dann, wenn dann so eine Scheiße drin ist, Jungs? Ne? Und hergestellt aus irgendwelchen Chemikalien, die Hälfte von uns wahrscheinlich nicht mal kennt, da müsste ein kompletter Chemiker sein, Digga. Was ist denn das für eine Scheiße? Und das ist ja bei allen diesen Dingern hier, ne? Wenn ihr euch das hier mal anguckt, bla bla bla, wie das hergestellt wird, das war dieses Acesulfam. Gucken wir mal hier, Saccharin, wie das? Ich glaube, das Wort, glaube ich, nicht mal ganz so böse, oder? Ich weiß nicht. Saccharin wird chemisch aus was? Toluol nach dem, was ist ein Toluol? Ach Gott, wenn ich das hier schon wieder lese, Jungs. Also das ist dieses Toluol. Methylbenzol. Mhm. Also ich bin jetzt kein Chemiker, ich habe in Chemie immer 5 gehabt, Digga. Vielen Dank nochmal an meine Lehrerin, dass sie mir eine 4 gegeben und mich durchgelassen hat. ja. Pff. Das ist eine farblose, charakteristisch riechende
flüchtige Flüssigkeit, die in vielen ihrer Eigenschaften dem Benzol ähnelt. Toluol ist ein aromatischer Kohlenwasserstoff, häufig ersetzt er als Lösungsmittel das krebserregende Benzol. Es ist unter anderem auch im Benzin enthalten. Alter Schwede. Ne, also könnte man auch, wenn man hier so Süßungsmittelzeug und so, das ist im Benzin drin, ne? Ne, lecker, Digga. Gut. Die genaue Herstellung. Eine direkte Gewinnung aus Erde oder Trockendestillierung von Steinkohle ist auf Basis der Rohölpreise noch nicht wirtschaftlich. In der Industrie wird es hauptsächlich bei der Verarbeitung von Erdöl gewonnen, indem das durch Cracken erzeugte N-Heptan zu reformiert und danach zu Toluol dehydriert wird. Diesen Vorgang nennt man bla bla bla. Aus Öl, also wenn das Benzin. Ja, ich sag da nicht mehr dazu, Alter. Da muss noch nicht mehr ganz platt sein, Alter. Was ist denn hier mit den Leuten los? So, dann hat man noch hier Santan. Das ist natürlich vorkommendes Polysaccharid. Also das gibt es tatsächlich irgendwo in der Natur. Okay, dann nehmen wir das raus. Das können sie drinnen lassen, mir wegen, oder? Aber es ist so keine Gefahrenverordnung hier, alles. Das sieht sogar mal gut aus. Ist zwar auch ein zuckerähnliches Ding. Wie gesagt, ich nenne das jetzt mal zuckerähnliches Ding, weil der. Guck mal, Lebensmittelzusatzstoff. Ne, das wahrscheinlich schreiben sie dann als nächstes drauf. 0% Zuckerzusatz, aber mit Lebensmittelzusatzstoff. Die müsst ihr verpreschen, die Leute, wisst ihr? Dann gibt es ja noch die Genderflaschen als nächstes. Was ist denn das für eine Scheiße? Wisst ihr? Hier wird alles komplett verdreht, komplett in die Irre gezogen. Und wie gesagt, also Leute, wer hier noch der Meinung ist, ja, es ist ja kein Zucker drin. Naja, Moment mal, hier steht ja Zuckerzusatz. Also, die meinen damit, dass kein natürlicher Zucker hinzugefügt wurde. Das nehmen die als Werbung. Für jeden, der schon mal Ketchup gemacht hat, der weiß ja, dass es sauer ist. Ne? Fresst mal, geht mal bei Mutti in die Küche und holt euch mal hier, wie hieß das jetzt, Tomatenmark roh in der Tube. Nehmt mal einen Finger, kostet mal. Ne? Dann weißt du, ob du Zucker brauchst im Ketchup oder nicht. Und das meinen die damit. Versteht ihr das? Alle denken, dass hier kein Zucker drin ist. Und auch kein. Dass die damit meinen, dass kein Zucker Süßstoff oder bla. Nee! Die meinen damit, dass kein natürlicher Zucker mehr drin ist. Dass es halt hier komplett chemische Bombe ist. Damit machen die Werbung. Damit macht Born Werbung. Born, seid ihr bekloppt? Seid ihr dumm, Alter? Was ist denn mit euch los? Haut den Typ, entlasst den, der dafür verantwortlich ist. Für so eine Scheiße hier. Aber alle, die Endkontrolle, alle, entlasst die. Ihr geht doch pleite, Junge. Was denkst du, wenn die Leute hier dahinter kommen, was das hier für eine Scheiße ist? Ich meine, gut, das Video jetzt trägt natürlich dazu bei, aber ich meine noch ab. Da bin ich raus, Digga. Pfeift mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Das ist doch der totale Hirnfick hier.